schönen guten Abend. Ich habe hier eine Klimaanlage, also ein Klimagerät, im Prinzip 4 in 1, mobile Klimageräte heißt das. Und zwar ist es einerseits ein Kühler, andererseits ein Gebläse. Ja, was jetzt die vier Teile ausmacht, weiß ich gerade nicht. Ich habe es hauptsächlich deswegen gekauft, weil man damit eben kühle Luft machen kann. Im Sommer vor allen Dingen ist das sehr schön. Das hat ein USB-Kabel dabei. USB-C kommt in das Gerät rein und USB-A ist in der Steckdose. So, dann habe ich gelesen, dass hier maximal 480 Milliliter sauberes Wasser reinkommt. Also sauberes, frisches Leitungswasser oder Mineralwasser. Ich selbst nehme immer gefiltertes Wasser und deshalb habe ich auch mal abgemessen, 450 habe ich jetzt genommen. Also maximal 480 dürfen eingefüllt werden. Hoffe ich mal, dass das nicht irgendwo unten rausläuft. Aber ja, diese 50 oder 30 Milliliter, die ich weggelassen habe, die hätten wohl noch reingepasst. Okay, gut, haben wir Wasser drin. Jetzt wird es langsam spannend. So, dann wird der, mal gucken, irgendwie sitzt da noch nicht richtig drauf. Aha, es geht immer ein bisschen schwer, aber ich denke mal, es wird sich mit der Zeit auch noch beheben. Also aufdrehen und hochziehen und dann einfüllen. So, jetzt mache ich mal hier das Licht aus, damit wir hier ein bisschen was sehen können. Dann haben wir hier die Schaltelemente. Ich muss selbst auch immer so ein bisschen mit vergleichen und lesen, weil ich habe das noch nicht probiert. Ich will das gleich mit euch hier zusammen machen. Erstmal ist hier Power. Und er geht an. So, hier ist ein Hebel, mit dem man die Windrichtung ändern kann. So, dann haben wir hier Speed, also hier kann man die Geschwindigkeit einstellen. Das ist die höchste Stufe. Und wieder raufgedrückt fängt es wieder unten von neuem an. Hier hat man Licht, das finde ich besonders süß. Alexa, Schreibtisch aus. So, jetzt können wir es besser sehen. Geht Licht an. Und jetzt hat es hier, ich muss mal hier auch noch ausmachen. Das sieht wohl abends besonders schön aus. Das ist jetzt der Farbverlauf. Ich weiß nicht, ob es auch Einzelfarben gibt. Jetzt wieder aus. Wieder diese Lampe an. Ne, dann ist es wahrscheinlich nur Farbverlauf. Aber jedenfalls sehr schön. So, und dann habe ich gelesen, wenn das Wasser verbraucht, wenn ein bestimmter Füllstand nicht mehr eingehalten wird und es nicht mehr ausreichend mit dem Wasser kühlen kann, dann schaltet es automatisch in einen anderen Modus, sodass das Wasser nicht benutzt wird, sondern einfach nur Gebläse läuft. Ist insofern schön zu wissen, weil man dann wirklich auf der sicheren Seite ist, dass nichts passiert, dass da nicht irgendwie was leer läuft. Ich mache mal Licht wieder an, weil ich muss mal gucken, hier unten ist Power Mode. Gut. So. Ich gucke jetzt gerade, ob es irgendwas spürbar Veränderndes gibt. Also hier kommt einfach bloß Luft. Und wenn man runterschaltet, dann zischt das so. Da wird wahrscheinlich, es wird kühler. Also das hier unten dann, dieses ist dann wahrscheinlich dieses Kühlen mit dem Wasser. Ich weiß nicht, muss man wahrscheinlich eiskaltes Wasser einfüllen oder kühlt es das Wasser selbst? Also da sind noch Fragen offen, die ich auch nicht beantworten kann, die ich wahrscheinlich erst so bei der Benutzung dann irgendwann feststelle. Auf jeden Fall ist es ganz niedlich. Bisschen laut, wenn man daneben sitzt, selbst bei geringer Geschwindigkeit ist es doch relativ laut. Direkt daneben sitzen ist nicht unbedingt angenehm, aber schwitzen ist schlimmer. So, gut, dann haben wir es mal ausprobiert und nun wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und alles Gute. Tschüss!